So, guten Tag, Herr Krumm. Vielen Dank, dass Sie nicht dagegen haben, ich Ihnen ein paar Fragen zu stellen und dieses Interview durchzuführen. Ja, gerne. Ich freue mich immer sehr, wenn ich jemandem helfen könnte. Zuerst sagen Sie mir bitte etwas zu Ihrem Bildungsweg. Was und wo haben Sie studiert? Wie lange dauerte die Ausbildung? Ich bin im 1966 in Schummen geboren. Von der 1. bis 7. Klasse habe ich in einer der besten Schulen derjenigen Zeit, Peter Baron Hauptschule in Schummen, gelernt. Und in der 7. Klasse habe ich dann entschieden, dass ich Russischlehrer werden will. Ab 8. Klasse habe ich das Fremdsprachgymnasium besucht. Da habe ich eine sehr gute Russischlehrerin gehabt, die mich auf die Aufnahmeprüfungen vorbereitet hat. Und im Jahre 1984 habe ich in meinem Studium in Bulgarisch und Russisch an der Episkop Konstantin Preslavski Universität Schummen begonnen. Damals noch pädagogische Hochschulausbildung. Danach habe ich noch verschiedene Fächer studiert. Im Verlauf von 3 Semestern habe ich Germanistik in Schummen, dann 6 Semester Jura in Russland studiert. Aber weil ich faul bin, habe ich beide nicht absolviert. Haben Sie diese Wissenschaften allein gewählt oder haben Sie sich mit Ihren Eltern beraten? Meine Eltern haben sie nicht eingemischt. Das war meine Entscheidung. Wie haben Sie die Entscheidung getroffen, sich mit Journalistik zu beschäftigen? War das Ihr Traum? Nein, nicht habe ich gedacht, dass ich als Journalist arbeiten könnte, und nie war das mein Ziel. Im Jahre 1992 habe ich als Geschichte- und Musiklehrer in einer Schule in der Nähe von Schummen gearbeitet. Jeden Morgen musste ich um 5.30 Uhr aufstehen, damit ich pünktlich in der Schule bin. Und ich ging gegen 4 Uhr nachmittags nach Hause zurück. Dieses früh aufstehen möchte ich nicht, und deshalb bin ich Journalist geworden. Das ist ein Scherz. Dieselbe Zeit wurde in Schummen eine private Zeitung gegründet, und ich war eingeladen, um verschiedene Texte zu übersetzen. Sie haben meine Arbeit gemocht, und im Jahre 1993 haben sie mich als Reporter eingestellt. Würden Sie mir bitte sagen, wo Sie im Moment arbeiten, und haben Sie eine feste Arbeitszeit? Seit dem Herbst 1998 arbeite ich als Berichterstatter bei der Zeitung Monitor. Die Journalist ist kein Beamter und hat keine feste Arbeitszeit. Jeden Morgen stehe ich spätestens um 8 Uhr und lese ich die neuen Nachrichten in verschiedenen Informationsquellen. Ich arbeite bis ca. 17 Uhr, wann ich auch Redaktionsschluss ist und die Vorlage in die Druckerei geht. Es kommt manchmal vor, dass ich mitten in der Nacht rausgehen sollte, wenn etwas geschehen ist. Sind Sie mit Ihrer Arbeit zufrieden, und was gibt sie Ihnen? Ja, ich bin zufrieden. Ich bin damit zufrieden, dass ich selbst meinen Arbeitstag planen könnte. Auch, dass ich die Nachrichten von unseren Lesern und Leserinnen erfahre. Mein Beruf gibt mir die Möglichkeit, viele neue Kontakte zu knüpfen. Welche sind die Nachteile dieses Berufs? Manchmal wegen meiner Arbeit muss ich mit jemandem in Konflikt kommen oder geschimpft werden. Haben Sie genug Zeit für Ihre Familie und für sich selbst? Wie ich schon gesagt habe, der Reporter kann seine Arbeitszeit selbst organisieren. Deshalb schaffe ich es, Zeit für meine liebsten Tätigkeiten zu finden, als auch für meine Familie und meine Freunde. Immerhin kann es passieren, wenn ich mit Verwandten feiere, dass das Telefon klingelt und erweise sich, dass ich eine Aufgabe ausführen muss. Haben Sie etwas anderes gearbeitet außer Journalist? Natürlich, ich habe in der Vergangenheit bei einem Jugendverband gearbeitet, den sogenannten Komsomol, als Verkäufer in einem Obst- und Gemüseladen und als Lehrer.
Sie können einige Sprachen. Wie helfen Sie Ihnen? Ich kann sagen, dass ich zwei Sprachen gut beherrsche, aber ich benutze noch einige. Sie helfen mir bei meiner Arbeit, wenn ich irgendwelche Informationen in fremden Quellen suchen muss. Es ist gut, wenn man im Ausland ist, die wichtigsten Wörter der Sprache kennt. Das ist gewinnend und es werden positive Verhältnisse seitens der Einheimischen hervorgerufen, auch wenn man fehlerhaft spricht, wie ich. Wie haben Sie die deutsche Sprache gelernt und verwenden Sie sie? Ich habe Deutsch zuerst in der Schule und im Gymnasium gelernt. Dann habe ich sie an der Universität Schumann studiert. Leider verwende ich in den letzten Jahren kaum Deutsch und wenn eine Sprache nicht gebraucht wird, wird sie vergessen. Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben und ich hoffe, dass Ihnen mit meiner Frage nicht gelangweilt habe. Ich danke Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.